Insekten. Lecker oder... Mir ist in den letzten paar Monaten aufgefallen, dass Aldi und Rewe, Kaufland glaube ich auch, bin mir nicht ganz sicher, viele verschiedene Läden solche Insekten-Nahrungsmittel verkaufen. Also köstliche Insekten-Snacks steht hier drauf. Vollgepackt mit Protein. Einmal grün, einmal rot. Also das erkennt ihr irgendwie. Ja, das grün mit gekiet. Das grüne ist Sweet Chili and Lime und das rote ist knusprig geröstete Grillen. Jetzt als kleine Frage vorweg, macht euch sowas an oder eher nicht? Sagt ihr, Insekten muss ich nicht wirklich essen? Oder würdet ihr sagen, ja gut, kann man ja mal probieren. Ne? Also sie schreiben hier hinten drauf, es ist Zeit für einen Snack, der einen unvergleichlichen Geschmack mit dem ultimativen Crunch vereint. Diese Tüte mit mundgerechten Grillen ist voller Geschmack und genug Protein, sodass du den ganzen Tag einen Sprung voraus bleibst. Den ganzen Tag, what? Das kleine Ding? Brennwert? 489 Kilokalorien. Pro 100 Gramm. Wie viel sind es? 12 Gramm. Jeder Bissen wurde liebevoll geröstet und verbindet den Sweet-Chili-Geschmack mit erfrischender Limette. Ein Geschmack so frisch wie du. Also das ist jetzt hier bei Lime und das andere ist halt, mit Barbecue-Gewürz. Und dann steht unten nochmal erklärt, warum man Insekten essen sollte. Und somit können wir nochmal zurückführen zu der Frage... Insekten essen, ja, nein, vielleicht. Also sie schreiben hier, warum sollte ich Insekten essen? Insekten sind köstlich, nahrhaft und dazu nachhaltig. So werden sie auf der ganzen Welt genossen. Sie sind reich an Proteinen und verbrauchen weniger der wertvollen Ressourcen unseres Planeten als herkömmliches Fleisch. Also greift zu. Hier unten steht auch nochmal zur Herstellung von 1 Kilogramm Protein braucht man, ja, bei Insekten 1 Liter Wasser und bei Kühen 22.000. Und Futter brauchen Insekten 1.700 Kilo und Kühe 10.000. Ich sage euch jetzt mal kurz hier. Hier hinten ist diese Skala drauf. Also es, ich glaube, ihr könnt die Zahlen gar nicht lesen. Ne? Es ist wahrscheinlich für die Welt gar nicht so schlecht. Okay, schnibbeln wir die Geschichte mal auf, ganz vorsichtig. Ja, und gucken mal rein. So, das ist jetzt das Grüne. Oder für euch halt Graue, weil das Grüne weggekiet wird. Sweet Chili and Lime. Aber wisst ihr was? Nee, ich will lieber Barbecue. Barbecue ist mir irgendwie lieber. Also so für den Anfang. Ich kann mir nicht vorstellen, dass Lime, also Limette da so gut, naja. Also innen drin sieht es schon mal, sieht schon mal jetzt nicht schlimm aus. Ich versuche euch das mal irgendwie so zu zeigen, so sehen die aus. Die Beinchen sind wahrscheinlich ab, oder? Guck mal, hier sind sie noch dran. Fuck. Also mir ist jetzt eben einfach nur ein Kopf runtergefallen. Ich glaube, das ist ein Kopf. Okay. Okay, shit, ja, das ist der Kopf. Bei der hier ist der Kopf eben abgefallen. Also so sieht das aus. So. Also schlimm finde ich es nicht, aber ich glaube, ich bin auch eher... Mir fällt das Wort nicht ein, aber ihr wisst, was ich meine, ne? Kommt mal nur so ein Kopf. ja. Es ist, also von der Konsistenz her ist es halt so, als wenn man Chips essen würde. Und der Geschmack ist genauso. Es ist schon irgendwie ein spezieller Geschmack, aber vielleicht ist es auch nur das Barbecue. Ich probiere mal das andere, dieses Sweet Chili and Lime. Wie sehen die aus? Wahnsinn, genauso. Man kann die einzelnen Körperchen schon heraussehen, aber jetzt nicht wirklich viel erkennen. Es ist halt... Ach, hier ist ein Bein. Da ist ein kleines Bein. Das schmeckt genauso? Von dem Lime merke ich jetzt irgendwie gar nichts, aber dieser besondere Geschmack, der hier bei dem war, ist... ist nicht so stark da. Ja, wobei, das ist Sweet Chili, das andere ist Barbecue. Doch, es kann sein, dass dieser spezielle Geschmack, dass das die Insekten an sich sind. Die kennen Stinger, die Grille. Das sind beides Grillen, ne? Nur Grillen, da ist nichts anderes drin. Ich habe jetzt nur die hier gesehen gestern, als wir im Aldi waren. Im Aldi waren wir. Da waren nur die da, aber es gibt mitunter auch größere Auswahlen, auch andere Insekten eben, die man essen kann. Und ich werde da mal ein Auge drauf halten, weil das ist schon irgendwie eine leckere Geschichte, wenn man dann noch diese Umweltsache halt im Kopf hat. Wir wissen ja alle, dass unsere Essensherstellung ziemlich crank ist und eben auch vor allem in Sachen Wasserverbrauch, dass das alles so extrem ist. Und wenn man sich das überlegt, dass die Viecher nur für ein Kilogramm Protein nur ein, ich weiß nicht, ob es jetzt ein Liter sein soll oder eins, einfach nur die Einheit eins an Wasser verbraucht wird. Aber ja, bei Hühnern sind es 2.300, bei Schweinen 3.500 und bei Kühen eben 22.000. Ja, und das Futter ist dementsprechend auch nochmal, ach obwohl, also
im Futter unterscheiden sich jetzt Insekten und Hühnchen nicht sehr. Ja, die Insekten 1700, die Hühner 2500, das geht. Aber die Kühe mit ihren 10.000, das ist schon Brocken. Die haben auch ein bisschen was vom Trockenfleisch. Aber da hängt es ja auch sehr stark eben von der Marinade ab, die man macht. Ne? Danach schmeckt es halt. Das ist ja dann der eigentlich nur der Geschmacksträger, die Grille. Oder eben da in dem Fall das Fleisch. Wenn man das dann ewig lang einlegt, dann schmeckt das ja einfach nur danach, wonach man das eben eingelegt hat. Ich würde sagen, das kann man schon wirklich gemütlich snacken. Gut, die Kalorien, das ist wieder was anderes. Wenn man nach Kalorien guckt, nach Fett und so weiter. Ihr könnt ja selbst mal die Augen offen halten nach diesen Insekten-Snacks oder Insektenprodukten. Und vielleicht auch, möglicherweise, wenn ihr schon was probiert habt, mir hier in die Kommentare hasseln. Und dann können wir uns ein bisschen über Insekten-Snacks unterhalten. Das war jetzt mal wieder eine Ausgabe von Bablas Kochstudio, auch wenn ich nichts gekocht habe, aber es hat halt was mit Essen zu tun. Deswegen halt, ne? Kochstudio. Jetzt ist gleich Livestream, 18 Uhr. Ihr wisst Bescheid. Da gibt's aber, doch, die Insekten-Snacks gibt's da auch, die werde ich da auch essen. Aber sonst wird da gezockt und nicht. Also der Fokus liegt nicht auf dem Essen. Gut, 18 Uhr, Fewer Games, Giveaways. Ihr kennt ja die Livestreams. Kommt einfach dazu, auf Twitch wird gestreamt, der Link steht in der Beschreibung und im angepinnten Kommentar. Bis gleich. Ciao, ciao.